Hey, liebe Freunde des guten Geschmacks, hier ist euer Tom von Mehrgenuss und hinter der Kamera wie immer die Kati. Und wir haben heute vor, mit euch ein weiteres Video der Koch-Basics-Reihe durchzugehen, und zwar Lachs richtig saftig braten. Und ja, da haben wir einen schönen Lachs mitgebracht. Bisschen Butter, Salz, Öl, viel mehr braucht ihr eigentlich nicht, um den perfekten Lachs zuzubereiten. Und ja, lasst uns direkt anfangen. So, lass uns direkt anfangen. Wir haben hier einmal unseren Lachs, und zwar haben wir den mit Haut. Und zwar ist das schon entschuppt. Das heißt, wenn ihr euch Lachs besorgt, am besten beim Fischhändler eures Vertrauens, wir sind hier direkt an der Quelle, dass ihr euch den schon entschuppen lasst. Weil wenn ihr den zu Hause erstmal von den Schuppen befreien wollt, dann habt ihr eine riesen Sauerei. Ihr habt überall diese Schuppen rumfliegen. Ich empfehle euch, macht das nicht, sondern kauft den gleich entschuppt. Und viele machen die Haut weg. Wir empfehlen ganz klar, lasst die Haut dran. Hat einmal zwei Vorteile, und zwar einmal ist der Lachs ein bisschen besser vom Austrocknen geschützt. Ne, Lachs trocknet sehr, sehr schnell aus, dementsprechend haben wir da eine schöne Schutzschicht. Und zweitens, richtig knusprige Haut ist eine zusätzliche Konsistenz, die wir haben. Und ja, die macht unser Lachserlebnis eigentlich noch besser. Und genau, wie ihr die richtig schön knusprig hinbekommt, das zeige ich euch auch. Und genau, wir legen den Lachs jetzt erstmal hin und schneiden uns ein schönes Stückchen davon ab. So, wenn wir unseren Lachs portioniert haben, bereiten wir uns im Hintergrund einmal eine Pfanne vor. Wir empfehlen da eine beschichtete Pfanne. Lachs ist im Gegensatz zu Fleisch von der Fischstruktur sehr empfindlich. Also er kann sehr leicht zerfallen. Deswegen am besten eine beschichtete Pfanne nehmen, denn wenn wir ihn wenden, geht er nicht so leicht kaputt, zerreißt auch nicht so leicht. Und genau, hier eine erhitzen auf mittlerer bis starker Stufe, eher mittel. Und genau, da lassen wir sie erstmal heiß werden und anschließend geben wir dann unser Öl hinzu. Hier vorne haben wir einmal unser neutrales Öl hinzugegeben, in dem Fall ein Rapsöl. So, wichtig ist, dass wir unseren Lachs erst salzen, kurz bevor wir ihn in die Pfanne legen, weil Salz entzieht Wasser und wir wollen ihn ja schön knusprig außen haben. Dementsprechend salzen wir jetzt erst schon gleichmäßig. So, einfach nur die Hautseite erstmal. Und die Hautseite legen wir jetzt in die heiße Pfanne. Wichtig, immer vom Körper weglegen, dass wir uns nicht wehtun. So, jetzt lassen wir ihn erstmal einfach schön liegen. So, jetzt sehen wir außen, dass es langsam unten ein bisschen dunkel wird und das Fischfleisch außen denaturiert, also weiß wird. Dementsprechend fangen wir jetzt an, unsere Oberseite einmal zu salzen und drehen den Lachs dann anschließend einmal um. So, jetzt nachdem wir ihn umgedreht haben, geben wir einmal etwas Butter hinzu. Und damit arrosieren wir jetzt unseren Lachs. Bedeutet, wir übergießen ihn wiederholt mit der Butter. Das gibt dem Ganzen ein schönes Aroma und er gart außerdem noch ein bisschen besser nach. So, wichtig beim Lachs, wir wollen ihn nicht ganz durchgaren, sondern wir wollen ihn leicht glasig in der Mitte haben, damit er richtig schön saftig ist. Und das könnt ihr entweder mit einem Kernthermometer machen, wenn ihr einen zu Hause habt, dann steckt ihr den jetzt genau in die Mitte und bei 52 Grad ist er perfekt glasig. Ja, immer an die dickste Stelle stecken, machen wir auch gleich nochmal. Alternativ könnt ihr aber auch außen anfassen und fühlen. Und wenn sich das relativ weich anfühlt und sich so die Lamellen, also die Fischlamellen, leicht auseinanderdrücken lassen, dann ist er auch gut in der Mitte. Aber wir werden das gleich mit dem Kernthermometer einmal prüfen. So, das ist unser fertiger, knuspriger Lachs auf der Haut gebraten. Und ja, wir werden ihn gleich mal öffnen und gucken, wie er von innen aussieht. Richtig schön saftig, so wie er aussehen muss.